bin dann auch mal weg. Heute beginnt mein Jakobsweg. Bin heute früh um 3 Uhr aufgestanden, nach Portugal geflogen, nach Porto. Guck mir heute nochmal die Stadt an und ab morgen wird gepilgert. Dann geht es den Jakobsweg, den Camino de Portugues an der Küste hoch und in den Zentralen zurück. Und ja, werde das Pilgerfeeling 2 Wochen genießen. Und wer hinter mir noch was reinstellt, wer Bock hat, guckt einfach mal auf meinen Status. Und ja, bis dann. Juan Camino, so sagt man hier und begrüßt sich und wünscht sich einen guten Weg für alle, die diesen Camino laufen. Heute erster Tag, ich sitze jetzt hier und mache meinen ersten Stopp nach 8 Kilometern und starte in Porto und schaue einfach, wie weit ich komme, wie weit mich meine Füße tragen und guck erstmal. Jetzt im Moment am Meer, hinten rauschen die Wellen, mein erster Cappuccino. Wow, es ist einfach geil. Ich genieße es total und bin so glücklich, das zu tun. Ja, bis bald. Buen Camino, zweiter Teil, erster Tag immer noch. Habe es geschafft, habe meine erste Tour geschafft, 29 Kilometer, bin jetzt in Vila Chao, wenn ich das richtig ausspreche. Habe im letzten Drücker wirklich noch irgendeine Übernachtung gefunden, die ich noch nicht gebucht hatte. War total spannend. Ja, Füße tun weh, aber es ist noch das Adrenalin drin und man freut sich, wenn man Pilger trifft, die einem zugrüßen und tolle Atmosphäre. Buen Camino, zweiter Tag. Es ist so geil. Also ich bin heute früh gestartet um 8 Uhr, bin jetzt bei Kilometer 15, sitze hier, aktuell ist es glaube ich hier 12.17 Uhr, sitze hier in einer der unzähligen Strandbars, trinke einen geilen Sangria, total lecker. Und ja, schwebt mir noch vor, dass ich heute so noch 15, 20 Kilometer laufe. Schauen wir mal, wie es geht. Ja, ich zeige noch ein paar Bilder. Der Weg war wieder sehr schön. Thank you.
Buen Camino, zweiter Tag, zweiter Teil. Ja, bin angekommen nach wirklich 39 Kilometer. Es war ein harter Marsch. Aber ich habe zum Schluss noch mal zwei Polen kennengelernt, wo ich dachte, Mensch, okay, die wollen zu einer Herberge. Da gehe ich mit. Übernachte heute für 8 Euro in einer öffentlichen Herberge mit Doppelstockbetten. Ganz spartanisch, klassisch, pilgermäßig. Bin gespannt, wie es läuft. Ob man schlafen kann. Bin gespannt. Und ich stelle noch ein paar Bilder rein. Bis wann. Buen Camino, dritter Tag. So, es war gestern ganz spannend. Herbergsübernachtung, das erste Mal in einer öffentlichen Alberge, wie das hier heißt. Corona, alles clean. Selbst die Rucksäcke wurden mit einem Überzug gestülpt. Schuhe blieben draußen. Alles war, die Laufwege waren gekennzeichnet. Wo darf ich langlaufen, wo nicht. Betten, jedes zweite Bett war gesperrt. War echt spannend, clean, aber trotzdem irgendwo hat es was für. Buen Camino, immer noch dritter Tag. Bin angekommen jetzt, 25 Kilometer, habe ein eigenes Studio jetzt für 29,10 Euro. Total Luxus, eigenes Bad, keinen, den ich störe. Heute war ein ganz anderer Tag als gestern. Gestern war wie Männertag ohne Männer, Kneipe an Kneipe und ich habe immer wieder Bier getrunken. Heute war viele Durststrecken, wo lange Zeit nichts war durch die Dörfer. Trotzdem total geil und ich freue mich auf morgen. Buen Camino, immer noch Tag 3. Wollte ich doch vorhin ein Bier trinken gehen und sehe doch am Horizont auf dem Berg eine Kirche, eine Basilika, weiß ich jetzt, die sowas von toll aussah. Also dachte ich, gut, bin ja nur 25 Kilometer heute gelaufen. Dann läufst du da mal die Straße hoch und wieder runter und habe jetzt sozusagen nochmal 10 Kilometer hinter mich gebracht und habe mir das angeschaut. Ich stelle gleich was rein. Es ist so geil, das Teil. Okay, bis morgen.